Ja, toll wäre es, wenn ihr drei euch einfach mal ganz kurz vorstellen würdet. Du darfst anfangen. Du bist in der Mitte. Okay, ich bin der Wartan von den Flying Steps, bin heute 41 Jahre alt, ja, und der künstliche Leiter eigentlich dieses ganzen Teams. Ich bin Michael von den Flying Steps, bin 40 Jahre und seit 1994 dabei bei den Flying Steps und noch Tänzer, aber dazu kommen wir später nochmal, im Umbruch neue Möglichkeiten für mich zu entdecken. Ja, Benny Kimoto, auch von den Flying Steps seit 98 und ja, einfach ja, bei Luf mache ich die Choreografie und verschiedenes, aber einfach Flying Steps for life. Wo ich tatsächlich schon bei der ersten Frage sind, was sind für euch die Flying Steps, was bedeutet das für euch, Mitglied dieser Gruppe zu sein? Ich glaube, als erstes natürlich eine Familie, also wir Familie. Sind wirklich so, ich glaube, jeder, der bei uns so ins Team reinkommt, spürt das, glaube ich, auch, dass wir sofort sehr menschlich aufeinander zugehen. Uns ist egal, wie gut jemand ist oder was seine Skills sind. Als erstes ist es wichtig, ist so, stimmt die Chemie? Was ist das für ein Mensch? Und kann ich auch überhaupt mit dem eine Zeit lang Zeit verbringen, ohne dass wir uns dann irgendwann nicht mehr angucken können und Schnauze voll haben. So. Und das, glaube ich, ist so, dass wir immer versuchen, natürlich, dass dann eine Harmonie da ist, über die Freundschaft hinaus, dass man sich das Gefühl hat, so, ey, das ist wie echt eine kleine Familie. Ja, weil man darf einfach nicht vergessen, wenn wir auf Tour sind, sind wir extrem auf Tour und wir hängen wirklich aufeinander ab. Und es würde einfach nicht funktionieren, würde man irgendwelche Tänzer casten, weil sie besonders gut sind oder so. Das macht für uns einfach keinen Sinn. Wie Wart dann gesagt hat, das Zwischenmenschliche muss stimmen, die Chemie muss da sein, das gewisse Etwas. Und man muss sich einfach verstehen untereinander. Es gibt so viele verschiedene Kulturen in unserer Gruppe. Damit muss man erstmal klarkommen und man muss jeden lieben und leben lernen kennen. Und wenn das nicht funktioniert, dann haben wir auch schon gesagt, okay, ey, wir kommen hier nicht weiter. Man merkt einfach, dass man sich dann auch mal trennen muss voneinander, weil es einfach nicht funktioniert, was aber auch vollkommen okay ist. Und ich glaube, das macht die Gruppe besonders stark einfach, dass wir als erstes wirklich erstmal darauf achten, ob wir miteinander gut klarkommen und alles andere ergibt sich dann im Trainingsraum. Sehr schön. Ihr habt ja bereits in den 90ern, Anfang der 90er angefangen, wart viel unterwegs da und habt dann seit dann Ende der 90er einen Schritt gegangen, auch kommerziell mit eurem Tanz leben zu können und habt dort einige Musikkooperationen gemacht. Ich persönlich fand das Ganze sehr gut, auch sehr stimmig, war für mich damals ein schöner Anreiz. Wie seht ihr das heute, weil so ganz ohne Kritik ging das ja damals nicht einher? Also ich glaube, wir stehen bis heute noch dazu, dass wir das gemacht haben, weil es war ja nicht was komplett Falsches, was wir gemacht haben, sondern wir achten ja schon drauf natürlich, dass was wir machen, irgendwo muss uns das auch gefallen. Wir machen ja nicht irgendetwas nur um wegen Geldes wegen, sondern wir haben gesehen, darin eine Chance gesehen, nochmal auch Breakdance eigentlich populärer zu machen. Also draußen und zu zeigen, ey, hier gibt es auch noch coole deutsche Breakdancer, die auf einem ganz hohen Level sind und einfach, dass wir bekannter werden und damit vielleicht dadurch auch nochmal vielleicht Sponsoren kriegen oder mehr Engagements, dass uns noch mehr Leute anfragen für Shows. Und das war unser einziger Ausweg, wo wir gesagt haben, ey, nur so können wir jetzt erstmal davon leben. Und da musste man einen Kompromiss eingehen. Und der war eigentlich noch alles noch recht im Rahmen. Das war jetzt nicht so. Okay, also ja. Ich fand's geil. Also wir haben die Zeit genossen, wir haben eine Menge da auch gelernt. Und klar gab es diese Kritiken, aber das haben wir auch vorhin, glaube ich, auch ganz klar gesagt. Für uns waren das wahrscheinlich Leute, die, glaube ich, diesen Konflikt mit dem Geld nicht hatten. Vielleicht waren sie noch zu Hause, vielleicht haben die nebenbei noch gejobbt oder hatten einen Job und Breakdance oder egal, Hip-Hop war für die eher wirklich so ein Underground-Ding, wo sie dann halt mal nach ihrer Arbeit dann noch ein bisschen Hip-Hop gemacht haben. Aber für uns war es ein Fulltime-Job. Für uns war klar, ey, damit wollen wir unser Leben bestreiten. Und somit sind wir halt dann dementsprechend diesen Weg gegangen, der bis heute noch ich da nicht zurückgehen würde, sondern sagen würde, ey, wir haben für den Zeitpunkt das Richtige gemacht. Eben, was ich auch oft sage, so wenn so Kritiken kommen, ist zum Beispiel, ich meine, wir haben diese Musikclips gemacht, die waren ja echt fast weltweit, da konnte man die ja sehen und echt in Ländern, wo du es niemals denkst. Und zu der Zeit gab es kein Internet oder auf jeden Fall nicht so, wie man es heute kennt. Und
wie ich habe auf der ganzen Welt, wir sind ja durch die ganze Welt gereist und auch echt auf Hip-Hop-Jams und so. Wir haben so viele, hunderte von Tänzern getroffen, die uns gesagt haben, die haben wegen uns angefangen zu breaken. Mhm. Aus Iran, aus Mexiko, aus Amerika, egal aus welchen Ländern. Wo wir dann realisiert haben, wir haben durch diese Musik, durch diesen Clip, haben wir weltweit so viele neue Kids in diese wunderschöne Kultur reingebracht. Also, weil Hip-Hop, was ist Hip-Hop? Bei Hip-Hop geht es darum, geben und nehmen. Es ist nicht nur nehmen. Hip-Hop, du musst auch was geben dafür. Und das sind einfach wichtige Dinge, wo wir wissen, so, ey, wir haben so viele Kids so eine neue Perspektive gegeben, so viel Spaß in dem Leben gegeben und vielleicht zum Teil von der Straße geholt. Ich meine, wie kann man sowas negativ sehen? Ich meine, das alleine ist schon überwiegt über allem, ob das jetzt real, so real Hip-Hop ist oder nicht. Im Endeffekt ist es egal, es geht einfach um das Menschliche und das überwiegt im Endeffekt. Mhm. Ganz kurz, für mich war das damals, ging tatsächlich nicht in Richtung Hip-Hop für mich emotional, was für mich damals genau das Richtige war. Also eben dieses Zeigen, dass diese Art von Tanz eben nicht unbedingt an eine Musikform auch gekoppelt ist. Mhm. Weil das war ja im Grunde für euch, wo wir zum nächsten Punkt kommen, der erste Schritt, etwas zu kombinieren, was es vorher nicht in Kombination gab. Mhm. Das nächste große war ja dann bei euch Flying Bach. Das kam viele Jahre später, also 10 Jahre später, aber wir waren eigentlich immer eigentlich dafür bekannt, dass wir natürlich immer gerne experimentiert haben. Wir haben gern, wir waren offen dafür für viele Dinge, wo wir das Gefühl hatten, es passt doch gut, warum nicht? Und ich glaube auch, was Benny auch gesagt hat, wir haben damit natürlich sehr viel Inspiration nach außen gegeben und gezeigt, dass mit Breakdance mehr machbar ist, außer nur ich bleibe in meiner Nische, sondern ich muss mal auch mal aus dem Tellerrand rausgucken, was ist da draußen und gucken, ob ich da noch irgendwie da Zusammenhänge finde. Und natürlich ist ja Musik der beste Antrieb. Ich meine, egal wo, wenn Musik angeht, dann fängst du an zu tanzen. Und warum nicht mal zu Elektro sich auf den Kopf drehen? Und später war es, warum nicht zu Klassik sich auf den Kopf drehen? Warum kann, wenn eine Balletttänzerin ihre Pirouetten auf den Füßen macht, dann machen wir es auf den Kopf. Das war eigentlich immer dieser Vergleich zu sagen, ey, wir machen es extremer. Wir sind so cool, so krass, ey, wir können auch extremere Moves machen. Und dadurch ist ja alles so gewachsen in uns, wo wir gesagt haben, ey, das ist viel mehr bestimmt. Und am Ende des Tages natürlich, wenn man dann wiederum um die Geschichte geht, klar, normalerweise tanzt du natürlich zu Breakbeats und Funk und allem drum und dran. Aber es heißt nicht, dass wir Breakdance verändern, sondern wir machen mal was anderes, aber trotzdem wissen wir, wo wir herkommen, trotzdem wissen wir, wo die Wurzeln sind und trotzdem wissen wir, halt wenn es um Core-Szene geht und um Underground geht, klar, kannst du da nicht Klassik spielen oder anfangen mit Elektro, sondern da geht es wiederum um die Sache an sich. Wir wollten es ja nie verändern, sondern wir wollten nur mal auch was anderes mal ausprobieren und anderen Leuten noch andere Wege zeigen, aber trotzdem seinem treu bleiben. Also ich glaube auch, von 2000 bis 2010 hat sich Flying Step extrem entwickelt. Wir haben uns wirklich ausprobiert in verschiedenen Richtungen, wie Vartan schon gesagt hat, und haben gemerkt, hey, was wir eigentlich wollen, ist das Publikum immer wieder überraschen. Wir wollen nicht eine Standard-Breakdance-Show machen. Wir wollen uns erweitern, wir wollen nach draußen schauen und einfach allen den Horizont einfach öffnen und sagen, hey, seid mutig und probiert euch aus. Und mit diesem Konzept hatten wir eigentlich die ganzen Jahre super viel Erfolg. Deswegen hat man auch im Film gesehen, haben wir unter anderem diese großen Battles gewonnen, wie Red Bull Beat Battle. Das war einfach, wir wussten, da kommen die Besten der Besten. Und die waren mindestens genauso gut wie wir. Wir müssen einen draufsetzen. Nur dann haben wir eine Chance zu zeigen, wer wir sind. Sogar zum Teil besser. Ja. Also eine Gruppe, die waren in dem Zeitpunkt auch richtig fit gewesen. Und das hat ja den Druck ausgemacht. Aber da hast du gemerkt, da war die Vorgabe von wegen, lasst euch was einfallen. Und die kamen mit ihren ganz Standard Breakdance-Vision, wie sie das kannten. Und wir kamen mit einer Vision, die schon wieder ein, zwei Jahre voraus war. Und das hat uns natürlich dementsprechend wieder dazu geholfen, dass wir dann da auffallen natürlich. Und in dem Moment aber auch noch zum Glück das Ding zu gewinnen. Und ich glaube, das zeigt auch irgendwo den Mut zu haben, was anders zu machen. Und wenn du das, glaube ich, machst, weil wenn du anfängst, auf andere zu hören und die es nicht anders kennen, wenn sie sagen, nee, mach es nicht, weil ich kenne, nee, irgendwie fühle ich das nicht. Aber wenn du das Gefühl hast, warte mal, so, wenn ich das mache, aber da ist irgendetwas, klar hat es noch keiner gemacht, aber warum nicht, lass uns doch probieren. Ich glaube, da gehört schon ein bisschen Mut dazu. Und manchmal sollte man nicht viel auf andere Leute hören, manchmal auf das Innere sich selbst hören und sagen, ey, was will ich eigentlich? Und ich glaube, das hat uns auch extrem weit gebracht, dieses immer nicht zu hören, was die draußen die Szene sagt und was der sagt, sondern ey, haben wir Bock drauf, Jungs? Ja, machen wir. Ja, machen wir es.
Ja, habt ihr. Ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt für mich war, wo mir aufgefallen ist, wow, jetzt haben es einige Leute wirklich verstanden, speziell Choreografen, die aus dem Modern- oder Contemporary-Bereich kommen, wenn man in Kooperation mit den Shows gemacht hat, da war es so, okay, wir brauchen ein paar Breakdancer, ja, cool, wir haben die Flying Steps da, okay, könnt ihr das bitte so und so machen? Wo wir gemerkt haben, ey, das sind wir nicht, das fühlen wir nicht, das können wir auf der Bühne gar nicht so umsetzen. Und haben denen immer wieder versucht zu erklären, nee, wir bauen die Choreos so und so, weil wir wissen, was wir da tun. Und bei einer Show ist es mir extrem aufgefallen, da sind wir in den Probenraum gekommen und die ganze Tanzcompany war da und der Choreograf hat gesagt, ey, schön, dass die Flying Steps jetzt da sind, ey, euer Raum ist nebenan, baut die Show fertig. Da habe ich das erste Mal gemerkt, so, ey, alles klar, endlich haben sie es verstanden. Sie lassen uns unsere Arbeit machen, weil sie uns vertrauen und wissen, was wir da umsetzen. Mhm. Und dann ging die Show zusammen und es ging wirklich ineinander und es hat sich super gut angefühlt. Und da hatte ich das erste Mal so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt haben die Leute langsam mal verstanden, was wir da machen. Und wenn wir was an uns ranlassen, was wir ausprobieren wollen, dann können sie uns vertrauen, weil all dem, mit dem wir arbeiten, damit wollen wir immer respektvoll umgehen, weil wir wollen auch respektiert werden. Also werden wir jedes andere gut, ob es die Musik ist, ob es eine Choreografie ist oder ein anderer Tanz ist, respektvoll ausarbeiten. Was ihr auf jeden Fall geschafft habt, glaube ich, mit der Show, dass diese Kombination aus modernem Tanz, egal in welcher Form, und klassischer Musik und dann teilweise auch die Musik wiederum nochmal anzufassen, ist ja mittlerweile schon fast, ich würde schon fast einen Trend nehmen. Mhm. Also da gibt es ja einige andere Shows, egal ob es jetzt aus dem Breakdance-Bereich kommt, wo andere Crews mit klassischer alle Musik arbeiten. Alle geklaut von uns. oder ob es aus Skandinavien eben Ballettproduktionen sind, die eben Urban Dance oder auch Breakdance mit einbauen. Ja, ich glaube, wir haben den Leuten einfach den Mut gegeben zu sagen, ihr macht es doch einfach und traut euch. Und die haben gesehen, es funktioniert extrem, es befruchtet sich auch. Und darauf sind wir auch natürlich stolz, dass wir natürlich dann auch irgendwo mit Einfluss drauf genommen haben und Leute nochmal weiter inspiriert haben. So wie wir auch inspiriert wurden von vielen anderen tollen Künstlern und Tänzern. Das ist oder ja wichtig. Auch anderen Ländern, wenn wir mal überlegen, dass wir viel früher schon Tanzshows im Theater gemacht haben. Aber das undenkbar war, das in Deutschland umzusetzen. Mhm. Da mussten wir nach Frankreich fliegen, weil da war die Förderung da, da waren die Leute offen für Hip-Hop im Theater. Ja? Und da haben wir unsere ersten Erfahrungen gesammelt und das war uns natürlich wichtig. Das wollen wir auch in Deutschland machen. Wir wollen allen Leuten zeigen, wie cool eigentlich diese Hip-Hop-Kultur ist und wollen ihnen zeigen, dass das, was wir machen, wirkliche Kunst ist. Das war viele, viele Jahre vorher in Frankreich normal. Ja. Das Ding war eben, das war zum Beispiel 1999 hatten wir unsere erste so richtige war mit Flying Steps, glaube ich, so eine Theatershow, über eine halbe Stunde oder so ging die. Hatten wir damals für uns fertig gebaut und wurden dann eingeladen, eben nach La Villette in Paris. Und das Ding, wir waren die einzige Company eigentlich, Flying Steps, die rein, wir haben alles selbst choreografiert. Wir hatten keinen Contemporary-Choreografer von außen dabei und wir haben den Laden wirklich auseinandergenommen. Und die anderen haben alle Contemporary und weiß ich was für bekannte Choreografen gehabt, so. Und das war so ein Schock für, glaube ich, auch selbst da war es ein Schock, so, weil wir kamen einfach mit uns alleine, wir kamen so Hip-Hop aus Berlin, die Jungs haben einfach eine Theatershow selbst zusammengebaut und es hat funktioniert. Die Schlafwandershow, genau. Wir haben einfach gemacht, wir haben auch immer auf die Bock hatten und es war dann halt echt das Richtige immer. Und da haben wir aber schon gemerkt, schon damals, 1999, dass diese Welt so, das wollen wir nicht unbedingt so. Das ist zwar okay, es gibt schöne Sachen so, aber da haben wir bemerkt, so, wir würden einfach zu krass verformt werden. Ja. Und das war von ganz früh, haben wir bemerkt, wir wollen uns nicht verformen lassen. Wir haben wirklich unseren eigenen Style, Flying Steps, wir haben unseren eigenen Style kreiert. Jeder weiß, wir tanzen so, wie wir tanzen so. Und viele Leute sind uns auch gefolgt oder folgen uns. Deshalb so sind wir einfach voll dankbar oder waren schon, glaube ich, seit dem Punkt, auf dem Film so, ey, wir machen nur eigene Dinge. Obwohl manchmal Leute gesagt haben, ey, ihr müsst euch anpassen, diese Szene, diese Choreografen und so. Wir haben schon auch von denen auch gewisse Sachen gelernt, aber im Endeffekt denke ich, dass wir heute auch hier sind, wo wir sind, ist, weil wir immer wirklich an uns geglaubt haben, unser eigenes Ding gemacht haben. Ja. Und dran geglaubt haben im Endeffekt. Und auch viele Leute, die nach dem großen Erfolg mit Red Bull Flying Bach gleich gefragt haben, okay, was ist die nächste Show? Und alle erwartet haben, dass wir wieder was mit Klassik machen.
Nein, das sind wir nicht. Mhm. Das war für uns von vornherein klar, nein, wir machen jetzt nicht, wir nehmen jetzt nicht den nächsten Künstler im klassischen Bereich und machen irgendeine Musik, machen wieder irgendeine Produktion. Das war gar nicht drin. Also da war klar, wir müssen die Leute wieder überraschen und es muss was ganz anderes sein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimrezept, was wir haben. Also alles, was die Leute von uns erwarten, bekommen sie nicht. Sondern sie kriegen das, woran wir glauben. Ich glaube, das ist eigentlich fast immer ein Erfolgsgeheimnis, dass man das tut, woran man wirklich selber glaubt. Habt ihr es gerade schon gesagt, die nächste, also die aktuell größere Produktion ist ja Flying Illusion. Könnt ihr mir dazu ein bisschen was erzählen? Na, eigentlich so jetzt, wie Mike auch gerade gesagt hat, ist natürlich nach Flying Bach so war dann irgendwann so wieder und natürlich da wollten wir natürlich wieder herausgefordert werden und eigentlich kam dann natürlich mit dieser Idee zu sagen, ey, jetzt mal eine richtige Entertainment-Show. Da, wo wir eigentlich vor Bach immer geträumt hatten, eine riesen Bühne zu haben, so eine richtige Las Vegas-Show. Aber das war natürlich am Anfang gar nicht möglich. Und deswegen, weil wir erstmal Leute überzeugen mussten, hey, dass wir wirklich was drauf haben und dass Breakdance eine Kunst ist und kein Sport ist. Und dadurch, dass Flying Bach so erfolgreich war, war dann natürlich das Spiel leicht. Dann kam die Frage, was wollt ihr als nächstes machen? Und wir so, okay, alles klar, jetzt können wir ausrasten. Jetzt können wir uns austoben mit Shows. Und kam dann natürlich dann mit dieser Idee mit Red Bull Flying Illusion. Und da ging es eigentlich eher auch darum, immer Sachen, was uns selber begeistert. Und natürlich auch Zauberei, Magie, diese Illusion, ist auch immer was Tolles so, wie Künstler da halt schweben, verschwinden, ist alles ein Trick. Und Breakdance ist ja auch zum Teil, oder unser Tanz, ist ja auch manchmal mit Illusion zu tun. So wie Beispiel der Michael Jackson, der Moonwalk, das ist eine Illusion. Oder wenn jemand noch einmal einen Roboter nachahmt, so wie der einen Roboter tanzt, denkst du, oh, das ist ein Mensch, oh, wie geil. Also man nimmt den ab, der wäre ein Roboter. Und diese Illusion natürlich zu sagen, und das gekoppelt natürlich mit so geilen visuellen Effekten, mit diesen kleinen Tricks wie Schweben, Verschwinden, Auftauchen und das da auch eine Show zu bauen, das war natürlich für uns ein tolles Spielplatz, wo wir es austoben durften. Und dann ist natürlich diese Show entstanden. Und wenn man mal so zurück überlegt, die ganzen Jahre, wo wir auf Tour waren, wenn bei irgendeinem Event ein Zauberer war, dann waren wir neben dem. Allein die ganzen Tischzauberer, die wir schon hatten, wir waren immer begeistert, wenn es um Zauberei ging. Wir standen immer da und wollten unbedingt rauskriegen, wie funktioniert der Trick. Und ich kann mich noch an einen Zauberer erinnern, der hat gesagt, ey, ein Zauberer verrät einfach seine Tricks nicht. Aber weißt du was, einen verrate ich euch. Aber ich glaube, das war auch dann immer der Ehrgeiz zu sagen, weißt du was, dann bauen wir eine Zaubershow. Und dann wissen wir, wie die Tricks funktionieren. Genau. Wobei, selbst ich weiß nicht mal, wie alle Tricks funktionieren. Und der verrät mir das aber auch nicht. Deshalb haben wir das gemacht. Aber am Ende des Tages, wenn du weißt, wie der Trick funktioniert, bist du voll enttäuscht. Das ist eigentlich die traurige Seite. Deswegen, Maike, glaub mir, vertrau mir. Wenn du es besser nicht verstehst und immer ein Kind da guckst und sagst, boah, geil. Ich musste diesen Trick verraten damals, als wir, das war eine Show, wo wir getanzt haben. Und dann gab es danach eine schöne Gala-Veranstaltung, da war ein Tischzauberer. Mhm. Und der hat mit so einer großen Mutter gezaubert, in die Hand genommen, zack, weg war sie, zack, und auf einmal ist sie ihm in die Hand geflogen. Und wir saßen die ganze Zeit da und haben überlegt, und der hat uns echt den Trick verraten. Und zwar hat er einfach nur einen Hut aufgehabt mit einem riesen Schirm, und dann hat er seinen Trick gemacht und hat die hier oben reingelegt. Und dann war die weg. Und als wir dann alle auf seine Hände geguckt haben, hat er den Kopf nur runtergelassen und die ist ihm wieder in die Hand gefallen. Ja, danach war ich enttäuscht. Ja gut, aber da ja, siehst du? Ja. Und genau deswegen bist du noch mehr enttäuscht. Nein. Genau deswegen denke ich mir so, hey. Aber das Besondere, was ich halt auch bei Red Bull Flying Illusion finde, ist einfach, dass wir natürlich viel auch auf der Tour, viel Feedback auch bei Red Bull Flying Bach bekommen haben, wo die Leute gesagt haben, sag mal, warte mal, was ihr da mit eurem Körper auf der Bühne macht, das ist nicht normal. Mhm. Ja? Und dann zu überlegen so, okay, alles klar, wenn man das jetzt noch kombiniert und die Leute nachher gar nicht mehr wissen, ist das jetzt eigentlich ein Trick oder kann der wirklich so auf den Kopf drehen? Das war, glaube ich, auch so ein bisschen die Herausforderung, ja. Und das war halt das Besondere und damit konnten wir halt super gut spielen und ich will trotzdem ein paar Tricks haben, aber die werde ich nicht erwarten. Ging mir ähnlich mal so, ich weiß gar nicht mehr, ich habe vorhin noch geschaut, ob ich es irgendwo finde, in irgendeinem Video von euch ist eine Nummer drin, wo es am Boden losgeht, ja. Und dann im Grunde von einer Auswärtsrotation in einen Headspin runtergeht. Ja. Und ich habe das nicht geglaubt, als ich das Video gesehen habe und als ich euch das erste Mal live gesehen habe, habe ich es dann live gesehen und gesagt, es kann doch gar nicht funktionieren, physikalisch nicht möglich. Stand ich echt mit offenen Mund. Ja gut, aber das ist wirklich können. Also muss man ja, natürlich, sagen, ja, ja. Also, können.
Da hatten eine bestimmte ja, so eine Rotation und dann. Ich war im Kloster, also ist nur die Körperspannung. So vor 2 Jahren habe ich so die Atemtechnik trainiert, damit ich irgendwann so, weißt du, langsam schwebe. Ja, wir haben eins gelernt, einfach das mitspielen und das verkaufen, weil irgendjemand wird es glauben und der wird dann irgendwann in so ein Kloster gehen und das suchen. Wo kann ich diese Atemtechnik lernen, indem ich mein Headspin schweben kann? Ja, da musst du mit Benny ran. Ja, ja. Viel Training. Zusätzlich gibt es gerade bei Red Bull TV eine relativ umfangreiche Doku über euch. Richtig. Könnt ihr mir dazu ein bisschen was erzählen? Also es ist so, dass da auch wieder 5 Protagonisten, verschiedene Tänzer von den Flying Steps so begleitet wurden. Bei diesen Episodes, eigentlich sind es 6, sorry, ich muss mich mal korrigieren. Es sind 6 Protagonisten, die da halt gefeatured werden. Und da sieht man halt einfach die Unterschiede, wer macht eigentlich was bei den Flying Steps und was für eigene Ziele und Träume, Visionen haben denn diese Tänzer. Und das gibt's halt, da gibt es halt 6 Folgen und in jeder Folge wird dann halt einer vorgestellt. Und was ist eigentlich der Traum der Flying Steps, wohin wollen sie eigentlich in den nächsten Jahren sein? Ja, und das wird alles da in den Episodes dann so erklärt und gezeigt. Ich finde besonders schön bei Follow the Steps, dass auch viele andere Tänzer einfach mal gezeigt werden und die ihr Lebensgefühl einfach mal mitgeben, wie sie auf Tour sind, was es eigentlich alles bedeutet. Weil wenn man uns dann in irgendwelchen Clips im Internet sieht oder so, dann sieht man immer nur ausrasten und Spaß haben und hier und da und bumm. Aber wie hart und anstrengend dieser Job eigentlich ist zu touren, das bekommt man da, glaube ich, sehr gut zu spüren. Klar sind natürlich auch viele lustige Sachen dabei, aber man darf einfach nicht vergessen, dass es wirklich eine sehr, sehr harte Arbeit ist. Das wirklich nicht leicht ist, wenn man so körperlich hart arbeitet, um auf der Bühne zu stehen, um wirklich das Beste, was man wirklich kann, auf der Bühne zu präsentieren vor Publikum und dann eine heftige Welttour hat, wo man die ganze Zeit am Reisen ist und dann von Nacht zu Nacht im anderen Hotel schläft oder so. Das sind alles Sachen, die man wirklich live da miterleben kann und da kriegt man, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl dafür, was es eigentlich doch für ein harter Job ist, weil mein Bruder sagt immer, Mann, ich bin so stolz auf dich. Du kannst die ganze Welt sehen und hin und her. Wenn der wüsste, ey, der versteht es, glaube ich, bis heute noch nicht, wie anstrengend die ganze Geschichte ist. Nicht nur er. Das ist ja das Witzige. Klar will man es nicht missen und ich glaube, das war auch unsere beste Entscheidung, aber trotzdem ist es auch die härteste. Mhm. Reisen kann anstrengend sein. Mit Flying Steps erst recht. Wenn du alles mitnehmen willst, dann bist du am Ende. Ja. Also wenn du da früh morgens aufstehen, fliegen, kommen, proben, Show, abends Party und eigentlich am besten durchmachen und dann im Flieger K.O. wieder zurückfliegen. So. Und abends dann die Show wieder. Und dann wieder die Show. Dann weißt du, wo du angekommen bist. Und dann wieder Party. Und am nächsten Tag Doppelshow. Dann noch eine Party und dann einen Tag Party. Ich höre nur Party. Ja, ey, jetzt weißt du nicht mehr genau, was du hattest. Hey, und hast du eigentlich was von der Stadt gesehen? Nö. Okay, also super. Aber die Clubs, aber meine Fragen. Hey, nee, das ist meistens immer so: noch im Taxi, schnell noch Fenster auf, schnell ein paar Fotos schießen. Hey, ich war hier. Ich war hier. Turm noch mit. Also, da kommt man schnell an seine Grenzen und da muss man wirklich als Tänzer wirklich entscheiden: so, ja. Ey, wo ist die Priorität und kann ich auch noch das leisten auf der Bühne, was ich will? Ja. Ich habe eine extrem gute Nachricht für euch, weil wenn man das im geschäftlichen Bereich macht und auch morgens hinfliegt, einen ganzen Tag Meeting habt, abends zurückfliegt, es macht wesentlich weniger Spaß und ist genauso anstrengend. Ja. Okay, ja. Also sind wir auf dem guten Entscheidung Weg. Richtig, Entscheidung absolut richtig. Ja. Sehr gut. Ich danke euch dreien. Würde mich freuen, wenn jeder von euch jetzt nochmal ganz kurz sagen könnte, was würde es mit euch machen, wenn ihr ab heute nicht mehr tanzen könntet? Also, es ist echt eine schwierige Entscheidung, weil ich bin gerade so mittendrin. Ich habe bei Red Bull Flying Bach alle Shows getanzt und irgendwann hieß es dann, okay, jetzt guckt ihr auch mal die Show an und wir werden mal einen Backup-Tänzer bringen. Und als ich dann das erste Mal so wie war, dann auch in der Show saß, habe ich danach eigentlich realisiert, ey, will ich das eigentlich? Das hat sich im ersten Moment nicht richtig angefühlt, aber es war ein wichtiger Schritt und gar nicht mehr zu tanzen, kann ich mir auch jetzt noch nicht vorstellen. Also mich drängt es immer wieder auf die Bühne und ich glaube, das wird auch niemals abnehmen, weil ich habe mich für diesen Weg entschieden, auch gegen die Familie, die gesagt hat, du machst deine Ausbildung erst, du machst erst das und das und das war eine harte Zeit für mich, weil zu dem Zeitpunkt haben alle schon
getanzt aus Leidenschaft und als angehende Profitänzer. Das hatte ich nicht. 4 Jahre lang nicht. Und konnte da nur mein Hobby ausleben. Und danach habe ich mir geschworen, nee, jetzt gehe ich den Weg, den ich gehen will. Mein Herz sagt mir einfach, geh tanzen. Und das hat bis heute nicht nachgelassen. Und ich werde immer weiter tanzen und glaube aber auch, dass, wie Benny vorhin auch schon im Interview gesagt hat, es wichtig ist, immer was weiterzugeben. Und das war schon immer wichtig bei den Flying Steps. Und aus dem Grund haben wir die Academy. Und ich glaube, dass das auch einer meiner Wege sein wird in Zukunft. Mehr Sachen weitergeben an die nächste Generation. Und deswegen, nicht tanzen kann ich mir echt noch nicht vorstellen. Ich glaube auch andererseits natürlich ist es auch so, dass natürlich du auch immer älter wirst und dir schon langsam ein paar Sachen wehtun und dann, wenn du natürlich die neue Generation siehst, was das für ein starker, harter Level mittlerweile ist, wie krass die geworden sind. Klar kommst du natürlich auch in so ein Problem, wo du sagst, ey, wie lange kann ich das überhaupt noch mit meinem Körper machen? Und ich will ja nicht irgendwann mal wirklich Langzeitschäden haben, die man sowieso jetzt schon hat. Und da kommt natürlich irgendwann diese Entscheidung, die du treffen musst, aufzuhören. Aber die ist halt, wie gesagt, nicht leicht. Du wirst da irgendwie von etwas getrennt. Und wir haben das Glück natürlich, dass wir natürlich noch wieder sehr nah dran sein dürfen. Benny ist ja noch sehr aktiv auf der Bühne, aber bei dem wird es auch irgendwann knapp. Ich hoffe, dass er noch die nächsten 5-6 Jahre noch auf diesem Level noch da machen kann. Und das will er, glaube ich, auch noch. Aber der Tag wird kommen, wo man irgendwann aufhören muss. Und das ist nicht leicht, weil... Tja, ich habe noch von keinem gehört, der hier geblieben ist. Irgendwie müssen wir irgendwann gehen und deswegen musst du auch als Tänzer, glaube ich, irgendwann mal Platz machen. Aber trotzdem tanzen werden wir noch so tanzen und trotzdem werden wir natürlich das, was noch möglich ist, noch machen. Und vielleicht, ich gucke manchmal in die Zukunft und überlege mir so, ey, was, wenn wir mal 70, 80 sind, wenn wir im Club mal vielleicht irgendwo landen, so, machen wir noch Spaß, da noch mal einen kleinen Backspin oder einen kleinen Move, werden wir bestimmt machen. Ja. Deswegen, also, ich glaube, es ist nicht mehr die große Bühne, die dann bleiben wird. Es wird dann halt eine kleine, vielleicht für dich vom Spiegel selber. Ja, für mich auch. Also ich kann sagen, eben, wir werden, oder ich jetzt, ich rede mal für mich, ich werde so lange tanzen, wie ich kann, weil das ist einfach das schönste Gefühl. Und aber wir auch, wir haben schon so vor einigen Jahren auch angefangen, ein bisschen auch mehr oben zu tanzen, ein bisschen Top Dance, sagen wir mal. Und wir eben auch von UK haben wir auch sehr viel gelernt, wo wir auch davor über ihn geredet haben. Und das ist so, da ist für mich nochmal so eine neue Welt aufgegangen, weil oben, du kannst oben, kannst auch mit 80 noch abgehen. Und das ist einfach, es ist eine neue Welt aufgegangen, so wie man auch oben so viel Spaß haben kann und viel musikalischer oder extremer tanzen kann, vielleicht mit ein bisschen gechillter wie Hardcore B-Boying, sage ich mal. Das ist auch ein geiles Feeling, aber es ist eine neue Welt, die können wir auch noch bis 80 weiter tanzen. Und wir lieben Musik, wir produzieren, wir machen Musik, so, es ist so tief da drin, das wird immer da sein, auf jeden Fall. Das ist klar. Ja. Wunderbar, ich danke euch vielmals. Bitteschön. Danke für das Interview. Das war ein schönes Interview.